Hallo, wir haben heute einen Gast. Er macht die Ansage. Hallo ihr lieben YouTube-Fans. Willkommen auf unsere kleine Alpenfarm. Heute mit dem Kevin, Alois, Michel, Elias und Sepp. Und natürlich mit mir Alexa. Wir wünschen allen eine gute Unterhaltung. Gut. Ja. Ja, Michel. Erstmal. Error. So. Kevin. Jetzt liegt das Haus da drin. Was ist mit dem los? Ich hab nicht gesehen, das war die Toilettenspülung. Boah, Alter, hast du Gestank da drin? Mach die Tür zu, sonst Nein, kann ich das gar nicht. lüfte. Okay. Muss ja an die frische Landluft. So. Was liegt an? Unten den Drescher holen. Anhänger stehen schon am Feld in der Zeit, wo du da drinnen warst. Du hast Essen, die Teller weggeräumt. Habe ich schon mal den Anhänger auf Feld 3 gefahren. Und jetzt müsste ich unten Drescher holen. Auf Feld 3. Ja, das große, was wir dazu gekauft haben. Ah, und dann müssen wir noch die 1 mähen, ne? Die 1 ist schon gemäht und auch Jo. schon gewendet. Und neben der 4, da ist ja wie so ein. Ja, nach rechts gezogen zur Straße. Das können wir noch mähen. Okay, ja. Gut, dann holen wir jetzt einen Drescher. Komm, hopp. Genau. Lass uns mal da runterfahren. Schön, dass du das Tor zumachst. Weiß Vielleicht nicht, ich bin lässt so. du mich erst rausfahren. Also ich bin so am Schalter vorbeigelaufen, da ist er so schnell zugegangen. Mann, ey. Er hat auch schon mit denen da unten telefoniert. Wir können den Klaas Mega haben, den du das letzte Mal hattest. Da haben sie jetzt richtig Schneidwerk für. Ah, sehr schön. Genau. Ja. Was ist das denn jetzt gewesen? Heieiei, sag mal, was war eigentlich heute in dem Essen drin? Weiß ich nicht. Kann ja sein, dass da Bohnen drin waren. Kann sein, ja. Boah, seitdem habe ich Aufstoßen ohne Ende. Okay. Dann würde ich sagen, dann fährst du hinter mir in den Drescher her, nimmst mich von der 3 mit auf den Hof und dann fangen wir an mit mähen, wenden. Fahr Joa. mal geradeaus. Fahr mal links geradeaus. Oder so. Ja, genau, links geradeaus da. So, wo fahren, sollen wir parken? Hat er was gesagt? Park mal hier vor dem IAT da vom Tor. War hier? Links? Ja, da links. Oh ja. So stehen wir, glaube ich, mit dem Weg, falls wir irgendwas machen wollen. Ja, passt doch so. Die denken, wir würden es umfahren. Alois, fahr mal bitte vor, fahr hier weg. Oder Halle, ich muss da gleich raus. Kevin hat gesagt, ich soll da hin. Genau da nicht hin. Was kommt denn da? Vor allem nur nicht dahin. Was zum... Boah, komm denn da? Hallo, guten Tag. Können Sie mir bitte Luft nachfüllen an meinem Reifen vorne? Der ist wahrscheinlich platt. Ah, okay, ja, dann fahren Sie mal hier vor die Halle vor. Wir haben einen Kompressor drin. Oh, die Gut. Farbe gefällt mir. Ja. Ah, beobachten Sie mal, ob das dann noch geht. Sieht ja gut aus. Ich komme aus Amazon, ich bin hier nur auf der Durchfahrt. Ah, ja, okay. Na, das ist ja schön. Alter, was ist das Ja, für ein Reifen ist geiler voll, Schlitten? das passt soweit. Was bekommen Sie dafür? Ah, nix. Machen Sie das nächste Mal, wenn Sie mal wieder auf der Durchfahrt sind. Aber, oh, schönes Ding haben Sie da.
Ja. Schön. Das ist aber lieb von Ihnen. Schönen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bitte. Tschüss. Tschüss. Wow. Tschüss. Alter Falter. Mag ja eigentlich Rosa gar nicht, aber. Aber ist geil. Wahnsinn. Ja. Cool. Haha. Also, ich mag Rosa auch nicht, Irgendwie kommt die aber. mir bekannt vor. Also die Stimme habe ich schon mal gehört. Naja. Alter, was ist Ja. denn? Alter, ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja, ne? In die Frau oder in das Auto? In das unterste Auto, nicht in das oberste. Den obersten, das habe ich. Ich Ja, muss los, das ist mit meinem Papa. Ich Zeug. hab durchgehört. So, ihr Pils. Was Alles willst du, du alter Meier? Piel bei euch? Ja, sicher, alles Meier in der Hose. Ja. Der Kevin hat gesagt, Drescher. ja, dreschen. Ja. Drescher. Kümmert mal, Mitte. Drescher. Hat der sagt, Mir der hat kommt da doch mal was. was vorbereitet. Hasse? Sag mal, Sepp, was hast denn du eigentlich für einen Bauarbeiterhelm auf? Echt? Scheiße, habe ich heute Morgen doch Gärten aufgezogen. Das ist ja doof. So, hier Ja. haben wir ihn jetzt mit dem anderen Schneidwerk. Jetzt probierst einfach nochmal. Geil. Jetzt Das aus funktioniert er dem doch. Krieg. Ist zwar nicht so schön mit dem Waren, aber geht. Ist eine Übungssache. Na, ich sag mal Kriegt so. man schon hin. Darf der Kevin fahren? Aber Ja. langsam. Langsam, Kevin. Ja. Aber schnell Nicht kann der der eh nicht. Schneidwert ist aber schnell genug, um dass das Schneidwerk vom Wagen rutscht. Kevin langsam ist so. Und nicht so. Kevin, der fährt Ja. 25, also darfst du fahren. Hau rein. Ich Was? setze mich dahinter. 25? Viel Ja, Spaß. jede Pappe. Meines fällt 3. Ja, Oder? fällt 3. Okay, bis gleich. Ich komme hinterhergefahren. Jo. Oh. Jo. Den Spaß muss ich mir ja jetzt angucken, wie der hier rausfährt mit seinem neuen Lappen. Oder Enno? Hauen auch schon wieder ab. Dann lasse doch. So. Uns mal wieder. Und hopp. Wollen wir uns so einen vielleicht auch noch mal kaufen? Einfach mal gucken. Schönes altes Schmuckstück. Schauen wir mal, ob wir uns so einen kaufen. Aber So. das ist ja wie Seife da drauf, das Schneidwerk. Ja, deswegen sollte ich auch vorsichtig fahren. Ich bin mit 15 km/h gefahren, das muss man nicht verstehen, oder? Mach mal Straße zu, Polizist gibt es ja noch keinen. Hätte ich vielleicht mal fragen sollen, ob sie vielleicht einen Spanngurt hätten. Das ist ja nicht normal. Ach. Aber zum Glück ist es eine alte Technik, aber leider noch kein E-Motor. Aber das war ja eben auch was. Ich weiß, was die hier wollte, nur ein bisschen Luft, obwohl sie ein Auto abgeschleppt hat. Ja. Das war ein Showcar. Poker. Jo. Weil ich weiß auch, warum das gerade so gerutscht hat. Weil die nicht die Sturablage eingefahren haben. Da hat sich das Schneidwerk da unten gedrückt. Ja, der war bestimmt gewollt. Die wollten bestimmt wissen, ob du das merkst. Ja, das habe ich gemerkt. Deswegen lag das auch wie Seife da drauf, weil sich das hinten als runter und rumgedrückt hat. Ja.
So, ich komm. Achtung. Pass auf, das wackelt schon wieder. Okay. Fahr langsamer. Boah, siehst du von hier schon den goldgelben Weizen? Nee, du, die Maschine ist davor. Also, okay. Ja, ich sitze ja auch viel höher wie du. Mach mal ein Stück vor. Stromablage. Ja, habe ich schon dran gedacht, das hatte ich dem nicht gesprochen. So. Abfahrt. Weiter geht's. Gucken, wie der sich macht. Letztes Mal mal vom Nachbarnjunge, das mal aber irgendwo. Ja, sieht aus wie nichts Deutsches. Hast du mich nach dem Namen gefragt? Ja, ich glaube Heinrich. Name ist deutsch, aber sieht nicht deutsch aus. Okay. Jetzt fährt das rosa Teil da vorne bei uns vorbei. Ernsthaft? Ja. Du musst bei dir die Mähwerke hoch machen. Ich hatte dies letzte oder vorhin runter gesenkt zum Abschmieren. Alles klar. So. Und wir müssen auf jeden Fall Geräte nachher sauber machen. Ja, müssen wir. Ja, wenn du hier links anfängst, das passt ganz gut. Moment. Hast du was gehört, wann wir den 7R kriegen, unseren? Ja, in 2 Monaten. Boah. Also hier rein, meinst du? Ja.
als wäre das rosa Ding hier rum, ey. Gleich kommt's wieder, weil nach da oben ist Sackgasse. Da möchte einer einfach nur sein Auto spazieren fahren. Und dann nur nach Luft fragen. Das sind die Städter, kennst du doch nicht anders, oder? Ja, klar, Städter. Wir waren ja selber mal welche. Waren. Aber zum Glück nicht mehr. Ja. Geht das gut mit dem Traktor? Ja, das geht ganz nice. Pass auf, hier vorne ist gleich Steilhang, ne? Ja. Nur damit du Bescheid weißt. Ach ja. Jetzt waren wir unten beim Landhandel und wir haben vergessen, die Bestellung abzugeben. Ja, machst du nachher. Genau. Ja, dann mal, kannst du ja nachher anfangen mit Schwarten und ich komme dann mit der Presse hinterher, da hast du ein bisschen Vorsprung. Jo. Also der Johnny hat gut Power. Okay. Das muss man mal einfach sagen, das passt. Ja, wobei ich sogar noch glaube, dass es 6R mehr PS gehabt hätte, aber ist ja auch egal. Vielleicht bringt der sie ja auch besser auf den Boden über. Ja, doch, also der bringt sie wirklich besser auf den Boden hier. Oh, alleine den Berg jetzt hier nur hoch. Alter Falter. Hat der da einen Druck drauf? Oi. Moment. Warte. So. Oh, der Fan ist aber auch ganz gut hier hoch. Warte. Ja, ich lass dich ruhig machen. Ja. So, ab jetzt heißt es nur noch hoch und runter. Ja, ist das neue System drauf, ne? Da musst du mehr lenken. Was hab ich? Da hast du das neue System jetzt auf dem Traktor und da musst du mehr lenken. Ja, aber sowas von. Aber das ist ganz gut.
Warte mal jetzt, bevor du gleich hinterher fährst. Eigentlich wollte ich mir das neue System hier auf dem Fendt auch verbauen, aber das mache ich nicht. Ich glaube, ich hole mir ein anderes System. Okay. Da müssen wir dann mal drüber reden, ne, in Ruhe. Jojo, gucken, was sich vom Geld her anbietet. Ja. Erstmal wird es wahrscheinlich eher wichtiger, dass wir uns einen Drescher holen. Ja. Ja, da bin ich ja schon alles am Tendieren auf den Klaas Mega. Aber wenn wir uns den jetzt holen und der hat noch nicht die neue Aufhängung für das neue Schneidwerk, dann bringt uns der ja auch noch nichts, weil dann kaufen wir jetzt ein Schneidwerk und kaufen dann wieder ein Schneidwerk. Ja. Sag mal, ich habe doch gerade gesagt, du sollst oben warten. Und mir mal eben eine Runde einen Vorsprung geben. Ich muss doch das rechte Leben auch noch wegmachen. Ja, du sollst aber trotzdem warten. Ja, meine Lieben, und das war's schon wieder mit deiner Folge Unsere kleine Alpenfahren. Ich freue mich tierisch, dass es wieder so geklappt hat. Schaltet also rein, wenn es heißt, wir machen weiter. Hoi. Tschüss. Hoi, 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 hoi.